zweite Folge von Dark Souls 3 in diesem neuen Gebiet. Und ja, wie gesagt, ich bin on fire. Der Typ glüht, was wohl damit auf sich hat. Ich weiß es noch nicht. Hier kann ich was aufheben. Ein gerades Bruchschwert. Ich würde davon ausgehen, dass es schlechter ist als meine Axt, aber wir vergleichen mal. Im Zweifelsfall vergleichen. Streitaxt. So. Was habe ich denn? Oh, ich habe eine heilige Klerikerglocke, aber ich bin ja kein Kleriker. Man sieht dann immer mal ganz kurz FP-Kosten. Es gibt noch dann so einen Zweihandschlag. Aber hier unten sieht man erstmal die Angriffskraft. Das ist das Wichtige. 125 plus 15. Das macht nur 70. Das macht nur 52. Also die Streitaxt da klar besser. Wenn man als Bettler anfängt, ist das vielleicht nicht schlecht, wenn man hier das Spruchschwert findet. Freut man sich. Hier wird nochmal gezeigt. Wir befinden uns immer noch im Tutorial, wie das funktioniert. Wie ich das Menü aufmache. Okay, jetzt geht es hier schon unten lang. Vielleicht kommt der, ohne dass der Kleine aufsteht. Im Idealfall immer einzelne Gegner pullen. Dark Souls im Vergleich zu Bloodborne wieder ein bisschen langsamer geworden. Also im Vergleich zu Dark Souls 1 und 2 soll es wohl schneller sein von den Kämpfen, aber nicht auf Bloodborne-Niveau, deswegen schon ein bisschen vorsichtiger spielen. Steht der andere überhaupt auf? Vielleicht kann ich mit ihm reden, deswegen will ich jetzt nicht auf den unten gerade hauen. Vielleicht kann ich ihn hier vorbeilocken. Weil der andere ist gerade nicht anvisierbar. Ich würde ganz gern den nicht verhauen, wenn es nicht sein muss. Ups. Da kommt er. Weil auch beliebt in Dark Souls Spielen wichtige NPCs, die man vielleicht für die Story gut gebrauchen kann oder für andere Sachen, kann man auch mal verhauen und dann hat man halt Pech gehabt. Okay, der aber nicht. Au! Ey, ich wollte dich verschonen. Du Arschkasten. So ein Sack. Denkt man sich, ja komm, den, mit dem rede ich, den bringe ich jetzt mal nicht oben. Mal schauen, was mit dem ist. Der sitzt da so ein bisschen betrübt. Steht er auf und gibt einem voll auf die Mütze. Na, danke. Heimatknochen. Das kennt man auch schon aus Dark Souls. Wir gucken mal trotzdem kurz rein in die Beschreibung. Die Beschreibung ist oft... Ups. Das ist auch fies. Eine Sache, die mir passiert. Ich habe gerade mit dem Analogstick weitergemacht und wollte damit das Menü bedienen. Das Problem ist, man bedient das Menü mit dem Digitalkreuz. Und es hätte mir gut passieren können, man sieht es im Hintergrund, dass ich im Menü was machen möchte und dann einfach hier schön in den Abgrund renne währenddessen, weil das Spiel halt nicht pausiert. Ach, Dark Souls, ich hab dich vermisst. Mit dem Heimatknochen kann ich zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurückkehren. Und wir können noch mal ganz kurz schauen, ob noch irgendwas zu dem Bruchschwert steht. An Gegenstandinfo. Weil gerade Dark Souls versteckt ganz viel der Story auch in den Gegenständen, in den Beschreibungen. Die Klinge dieses geraden Schwertes ist abgebrochen. Eine Waffe, keine besonderen Fähigkeiten. Fertigkeit, bla bla bla. Ja, das ist kein Story-Gegenstand. Aber wir gucken mal lieber immer noch mal nach. Wir können auch hier noch mal nachschauen, wenn wir schon dabei sind. Gegenstand, Info. Ja, da was Besonderes steht, was man noch nicht kennt. Nee, es ist ein Knochen der Untoten. Und man kann halt durch den Drang nach Hause zurückzukehren, zum Leuchtfeuer zurückgehen. So, hier schön umschauen, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Mich macht dieses Geklirre etwas nervös von dem Kettenhemd. Der steht ja mal nett. Ich gehe mal leise dahin. Mich verrät natürlich mein Kettenhemd immer. Wie soll ich mich denn jemals anschleichen, wenn ich so rumklimpe? Das ist ein Gegner. Ey, wehe, ich mache jetzt einen Backstab und gehe dann. Fall dann selber mit runter. Ich sehe es schon kommen. Oh, eine Klerikerglocke. Die zweite schon. Ja. Brauche ich nicht. Ja, das ist dann für andere Charaktere. Ich bin halt ein Krieger. Klerikerglocken sind für Kleriker. Wer hätte es gedacht? Hier sitzen auch noch zwei Spinne. Kann ich auf den einen draufspringen gleich.
einen Sprungangriff machen. Ja, oder auch nicht. Ich konnte nicht anvisieren. Dann halt so. Ups, da haben wir noch einen. Ja, eine Kombination aus Fern- und Nahkämpfern, wer mag's nicht. So, erstmal den Schuss noch ausweichen. Dann verhaue ich den mal schnell. Genau das habe ich befürchtet. Arschgeige. Dass der mich dann währenddessen angreift. Da oben geht es auch noch weiter. Die habe ich gerade erledigt. Ein bisschen unvorsichtig war es schon. Und es hat wieder diesen typischen Dark Souls-Stil einfach. Dieses super detaillierte, halt mit diesen ganzen Grabsteinen, den ganzen anderen Geschichten. Immer dieses Bedrohliche auch. Und das ist so faszinierend. Ich finde diesen Artstyle und diesen ganze, das Design so fantastisch. Ihr werdet mich auch oft über Dark Souls halt, ja, abgehen hören, weil es einfach schon ausgewichen. Wow. Ich bin wie der Skeletthund. Den habe ich gerade noch so, dachte ich so, wups. Da ist ein Skeletthund, wie niedlich. Ja, komm, angesprungen, schnell ausweichen. Gerade noch geklappt. Also ihr werdet mich oft noch irgendwie das lobend erwähnen hören, weil ich einfach... Die Spiele sind super. Aber nicht nur vom Gameplay her, sondern auch wirklich vom Design. Ich finde die fantastisch. Das Gegnerdesign, das Weltdesign, Story, alles einfach... Gehört für mich alles mit zu den besten Spielen einfach, die es so gibt. So, wir gucken uns mal kurz an, was ich da aufgehoben habe. Glut. Kein Urnenentfacher. Soll es Urnenentfacher heißen? Kann jemals wahrlich die Glut sein eigen nennen, die in der Brust eines Meisters brennt, weshalb sie sich so leidenschaftlich nach Wärme sehnen. Erhalte die Stärke der Flamme und max TP bis zum Tod. Mit der Stärke des Feuers wird das Rufzeichen eines Unentfachten sichtbar. Ach, Unentfachter. Nicht Urnenentfacher, sondern Entfachter. Ich habe es nicht richtig gelesen. Ein Unentfachter. Aber entfacht ist oder nicht, ist, glaube ich, dieser neue Zustand in Dark Souls. Es gibt immer diese Zustände, ob man entfacht ist oder nicht. Mit der Stärke des Feuers wird das Rufzeichen eines Unentfachten sichtbar und nach Glutsuchende können gerufen werden, um zusammenzuarbeiten. Doch Vorsicht, Glut kann auch Eindringlinge anlocken. Also, das ist eine Multiplayer-Geschichte, dass man Leute rufen kann anscheinend. Bevor ich euch das Tor gehe, schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Also, habe natürlich eben ein bisschen schlampig gelesen, aber leider sind auch Übersetzungsfehler nicht unüblich in der Dark Souls-Reihe, deswegen manchmal denkt man sich schon so ein bisschen so, hö, soll er wirklich das heißen, was da steht? Da oben ist ein Skelett-Hansel. Komme ich da ran, ohne abzustürzen? Oh, Ost-West-Schild. Und das sieht schon mal... Ah! Sieht schon mal besser aus als mein jetziges. Arsch, hat mich überrascht. Okay. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir den neuen Schild angucken. Hey, Wahnsinn, Jungs. So, das ist der Rundschild. Das ist Ost-West-Schild. Der macht weniger physischen Schaden. Sogar schlechter. Hat weniger Robustheit. Hat weniger Schadensminderung, wie man da sieht. Wiegt zwar auch weniger. Aber... Ah, ist gegen Magie besser. Aber ansonsten gegen physische Angriffe ist tatsächlich das Rundschild noch besser, dann behalte ich das auch. Nicht das Rundschild, der Rundschild. Wenn wir mal ein bisschen korrekt bleiben wollen hier. Und immer ein Auge offen haben auf die Seiten, dass ich nicht wie eben überrascht werde von so komischen Hanseln, die aus der Seite geeiert kommen. Okay, ist das ein Fernkämpfer? Nein. Okay.
Der ist aber nicht gerade. Der hält auch eine Menge aus und hier ist, hat man nicht viel Platz zu manövrieren. Was mir gerade nicht so gefällt. Ich gucke erstmal, dass ich hier Platz zu manövrieren habe, ohne runterzufallen. Au! Alter, der ist mal nicht ohne. So, Backstab. Vielen Dank, du Arsch. Au! Und der fügt mir noch so eine Blutung hinzu oder so. Kurz gucken. Ich mag es halt echt nicht, wenn ich nicht genau weiß, wo ich hier kämpfe. Okay, das hat nicht so viel gemacht. Hätte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Autsch, da bin ich doch in seinem Rücken gewesen. Okay, jetzt hat er gerade gar keine Lust mehr auf mich. Erstmal warten, bis diese Blutung ein bisschen abgelaufen ist. Hier mag ich jetzt gerade nicht wirklich kämpfen, das ist wieder viel zu sehr am Rand. Ich wollte auf ihn drauf springen, es hat nicht so ganz geklappt. Ich habe vor mit dem mehr Respekt als gerade vor einem Boss. Schade. Er hat es noch nicht ganz gehabt. Ich dachte, ich kann ihn jetzt schon darunter kloppen. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Hä? Kommt noch ein anderer dazu? Das klang gerade so. Komm her, du Sack. Ach, so weit willst du nicht, ne? So, noch einmal ausweichen, dann habe ich dich. Nein! So eine Arschgeige! Das war knapp! Endlich schreiben, schreibt ihr im Twitch-Chat. Andere, die schon woanders mal zugeguckt haben, meinten, bei dem sterben viele. Oder öfter mal. Und jetzt leuchte ich nicht mehr. Jetzt hat er natürlich meine Seelen. So, dann gehen wir halt mal dahin und erledigen den. Again. Jetzt sind natürlich die ganzen Leute respawned, wie ich euch erzählt habe. Wenn man an einem Feuer war oder auch wenn man respawnt, sind alle Kollegen wieder da. Obwohl, hier unten muss ich im Moment ja nicht lang. Hoffentlich folgt er mir jetzt nicht durchs halbe Level. Ja, guck euch. Au! Warte noch. Ich kann sagen, die hätten keine Chance. Natürlich ganz gern die eigentlich voneinander trennen. Weil den Speerhansel gleichzeitig mit dem anderen. So ein bisschen ätzend, aber der glitscht da mal fest. Na, jetzt kommen sie. Bin mir nicht ganz sicher, okay, jetzt. Was davon halt Deko ist und wo er durchschießen kann. Gucken, dass hier nicht von rechts plötzlich einer ankommt und ich dann doof dastehe. Mal weghauen. Ich mag eigentlich gar nicht zu dem zurück, weil der hat meine Seelen. Und das war nicht so wenig.
Ups, was hier noch los? Da bin ich ja vorhin nicht lang gegangen. Oh, das sind meine verlorenen Seelen. Die liegen da noch. Glück gehabt. Hat der Boss gar nicht aufgesammelt. Oder der Boss, ist ja kein Boss. Der Typ. Ja komm, dann bring it, Arschloch. Ich bin nur ein bisschen fuchsig bei solchen Gegnern. Ja. Okay, da. Alter! Diese eine Schlagkombo, wenn man da reinläuft. Ich dachte halt, dass ich schon in seinem Rücken stehe und deswegen da nichts mehr befürchten muss, aber er dreht sich bei dem einen Angriff ganz gut mit. Ich will halt wieder diese Backsteps verpassen. Macht einen Dreierangriff. Das Problem ist, dass er nach meiner. Nein! Zu früh. Dass ich da dann immer meinen Angriff starten möchte, wenn er gerade sein gemacht hat. Nein! Ich kann so schwer ausweichen dem Angriff. Bin leicht angespannt. Weiß ich wieder nicht, wo hier was ist. Die Treppe mag ich überhaupt nicht. Nein! Nein! Fuck it. Nein! Ich hasse das, hier zu kämpfen, weil der links, der Abgrund, der macht mich irre. Danach muss man, wenn man ihn da reinbaitet. Ja, wenn er diese Kampfhaltung hat, die mag ich schon nicht. Ah! Das, ich bin hier in dem schlechten Gebiet. Ich will hier weg. Rückwärts reingelaufen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Panik bekommen. War ja plötzlich... okay, das sieht nicht gut aus. Weil ich rückwärts in den Typen gelaufen bin. So, einmal probiere ich jetzt noch. Das kann ich... Ich habe jetzt auch echt Schiss, dass immer, wenn man Respekt vor einem hat, dann wird man auch mal extra verhauen. Ach, Dark Souls, ich habe dich vermisst. Ich habe dich ein bisschen vermisst. Okay, ein paar Sachen haben ganz gut geklappt. Ein aufgeladener Angriff zum richtigen Zeitpunkt. Was ich halt echt nicht machen darf, ist diese eine Kombo unterschätzen. Die nimmt mir halt viel... tat viel zu sehr weh. Versuche ich mal gleich zu denen hier nach oben zu rennen. Gucken, welche Typen mich überhaupt aufwecken muss. Das Blöde ist natürlich, dass ich mich sonst nicht so weit zurückziehen kann. Die Frage ist auch, wo jetzt meine Seelen liegen. Da.
Als erstes immer die Seelen aufsammeln, das ist das Wichtigste. Und die hier mal hinten wegmachen, sonst laufe ich rückwärts in die rein, was nicht so geil ist. Noch eine Glut. Und jetzt mache ich die natürlich sensationell fertig, ist ja wohl easy. So, bring it, dude. Er ist danach aber viel zu schnell wieder. Ich hatte für einen Augenblick nämlich gehofft, dass ich ihn... Au! Ich laufe doch gerade weg! Wie unfair ist das denn? Dass ich ihn da runterprügeln kann. Sah für einen Augenblick so aus, als wäre es möglich. Okay. Den Fehler darf ich nicht machen. Ich habe gerade versucht... Ich probiere eine andere Taktik, aber die klappt nicht so gut, weil er mir zu viel Ausdauer abzieht. Hat ihn gar nicht gejuckt, dass ich ihn auch getroffen habe, schade. So, immer schön von oben auf den Deckel. Ja, ja, ja. Ganz toll kannst du kämpfen. Sind alle stolz auf dich. Läuft. Die Versuche werden immer schlechter. Beim ersten hat es voll gut geklappt. Jetzt habe ich so viel Schiss vor dem. Dass gar nichts mehr läuft. Jetzt muss ich den halt langsam runterprügeln. Vor allem. Nein! Eigentlich darf ich mir gar keine Fehler mehr erlauben. Das ist das Problem. Ah! Nein! Jetzt geht's weit nach unten. So, ich bin nicht gestorben. Aber mit nur ohne, mit ohne Estus-Flakon. Ich bin einfach mal... Ich sterbe nicht. So, sehe ich überhaupt nicht ein. Ich will nicht sterben. Ich komme nochmal. Das zählt nicht. Komm nochmal rein. Wir sehen uns nochmal. Ah, ich habe Schiss vor dem. Das Dreiviertel des Spiels ist echt Psychologie. Beim ersten Mal so relativ so unbedarft reingegangen und es war einigermaßen okay. So, warte mal. Und jetzt... Hose voll. Und dann traue ich mich nicht. Das Gefährliche ist, was ich eben probiert habe, wenn man halt wegrollt, während er angreift und erwischt einen in der Rolle, dann sieht es mal richtig mies aus, weil dann macht er vollen Schaden. Wenn ich blocke, ist das Problem, bin ich danach ein bisschen gestaggert und kann auch nicht sofort Gegenangriff machen. So, jetzt haue ich die erstmal hier rechts weg, damit die mir nicht wieder... in die Parade fahren. Und dann kann ich hier oben kämpfen, was zumindest vom... Ja, wo man besser kämpfen kann. Kämpf it besser. So, komm her jetzt. Kämpfen wir hier oben. Ich habe echt keinen Bock auf diese Scheiße hier am Rand. Ich falle da nämlich runter. Ich kenne mich doch. Genau. Na, gefällt dir nicht so hier oben, was?
So gemein, wenn da der eine Angriff, manchmal klappt dieser nämlich ganz gut. Ich will ihn ja noch zu dem zweiten hinterher baiten, zu der Combo. Wenn er dann oh fuck, der hat mich pariert. So ein Arsch. Haha. Jetzt geht's los. Jetzt ist echt. Ich versuche immer zwischen den Angriffen in seinen Rücken zu gelangen. Das ist aber. Jetzt bin ich mal gerollt. Aber man rollt dann auch zu weit weg. Ich will eigentlich in seinen Rücken und den Backstab-Angriff machen. Okay, da habe ich einen schweren Angriff aufgeladen. Lief jetzt eher so mittelgut. Wenn er gerade... Weißt du was? Ich probiere gleich, wenn es jetzt nicht besser wird, versuche ich mal zu parieren. Das geht bestimmt überhaupt nicht schief. Gegen den. So. Jetzt probieren wir es einfach mal. Probieren wir es mit dem Parieren. Okay, das ging erstaunlich gut. Vielleicht muss ich das dann eher machen. Ich kann seinen Angriff eigentlich ganz gut kommen sehen. Das war nicht so schlecht. Ich bin so halb pariert. Gerade den zweihändigen Angriff. Ich meine, keinen Schaden genommen. Schade, dass ich jetzt auf die Idee komme. Okay. Ganz klappt es mit dem Parieren noch nicht, aber auch nicht so schlecht. Vielleicht kann man den einen Angriff auch nicht so gut parieren. Fuck! Da hat ein fies aufgeladen. Okay, das sieht nicht gut aus. Jetzt werde ich einfach sterben und dann beim nächsten Mal probiere ich es, glaube ich, von Anfang an mit dem Parieren. Das ist gar nicht so schlecht. Den nicht. Ich mag eigentlich die zweihändige Variante von ihm lieber. Ja, okay. Nein! Okay, jetzt mit Fehler nicht mehr viel. Ah, zum falschen Zeitpunkt pariert. Aber cool! Das probiere ich nächstes Mal von Anfang an. Dann muss ich also nochmal auf jeden Fall mehr mit dem Parieren arbeiten und dem aufgeschlagenen Angriff. Das probiere ich beim nächsten Mal von Anfang an. Aber war ein cooler Angriff. Ah, ouch! Aber Dark Souls.